Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen aus dem Rad in Frankfurt-Seckbach zum Heimspiel am Montag nach einem furiosen Sonntagsspiel. Ja, und irgendwie am Ende mit gemischten Gefühlen nach diesem 3:3 zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. War es jetzt ein gewonnener Punkt, aber am Ende dann doch zwei verlorene. Ja, und auch über den Schiedsrichter wird mit gemischten Gefühlen diskutiert, also viele Themen heute. Und um dieses Teil geht es am Ende unserer Sendung dann auch noch. Also viele Themen und volles Haus. Und wir freuen uns, dass der Schiedsrichter Lehrwart des DFBs bei uns ist. Hier ist Lutz Wagner. Guten Abend. Hallo. Sie ist Festschau-Moderatorin und Eintracht Frankfurt-Fan. Hier ist Christine Gesang. Hallo. Und er ist schon oft hier gewesen. Wir freuen uns, dass er heute mal wieder da ist. Von der Bild-Zeitung, Jannik Küber. Guten Abend. Ja, viel zu besprechen, also wir steigen mit Vollgas rein. Und irgendwie am Ende dieses Spiels, es war ein wildes, turbulentes Spiel, reden wir trotzdem über den Schiedsrichter und wir sagen, das war Fahrensinn. Lutz, du warst gestern als Schiedsrichterbeobachter da. Hast du schon geahnt, dass wir dich heute kontaktieren werden? Man hat manchmal so einen siebten Sinn und als ich dann eine Nummer aus Frankfurt habe aufleuchten sehen, da habe ich mir fast schon gedacht. Mit welchem Gefühl bist du aus diesem Spiel dann auch rausgegangen? Also erstmal mit dem Guten und zwar aus dem Grunde, weil wir haben ein tolles Fußballspiel gesehen, wir haben 3:3 gesehen und wir haben auch viele, viele gute Sachen gesehen. Natürlich auch viele umstrittene Sachen und vielleicht auch mal eine falsche Sache dabei, darüber muss man sprechen, aber auch ein Schiedsrichter, der insgesamt auch mal so ein Spiel auch erst ermöglicht, weil er eigentlich eine gute Spielphilosophie hatte. Über die Einzelsituationen reden wir ja sicher. Absolut. Definitiv. Wie war es aus Fansicht, Christine? Oh Gott, einerseits war ich total stolz. Also die Mannschaft hat sensationell geilen Fußball gespielt, muss man echt mal sagen. Die Jungs haben richtig, ja, das sehen die meisten hier im Rad richtig Gas gegeben und wir hatten Dortmund echt im Griff, da ist man dann schon stolz und denkt so, wow, aber nach dem Spiel ärgert man sich und denkt, verdammt, warum nicht 3 Punkte? Ja. Und der Schiri, dieser Kleine, da geht's ja schon los, ne? Lutz, da Robert Schröder heißt er. Jannik, und bei dir am Ende nach diesem turbulenten Spiel, du musst ich das Ganze hier auch zusammenfassen, ne? Ja. Es waren so viele Geschichten in diesem Spiel, ich musste mich wirklich erstmal sortieren und gucken, wo fängst du eigentlich an? Und ja, vor allem diese Begegnung Frankfurt-Dortmund hat irgendwie immer Spektakelgarantie, das ist der Wahnsinn, also... Ja, hat es in sich gehabt. Ja, das ist heiß diskutiert worden. Nicht nur unter Journalisten, unter den Fans natürlich auch. Am Ende weiß man nicht so ganz, wohin mit den Gefühlen, weil irgendwie hat man dann das Gefühl, war es vielleicht doch ausgleichende Gerechtigkeit. Wir haben 4 Szenen heute vorbereitet, die wir gleich auch nochmal alle im Detail dann besprechen können. Ja, aber du sagst es schon, es haben sich natürlich ganz, ganz viele Menschen dazu geäußert, auch in den verschiedenen Communities. Und Daniel, hör fast mal so die Stimmungslage, vor allem gegenüber der Schiedsrichterleistung zusammen. Sonntagnachmittag 3:3, ein geiles Fußballspiel. Tor! 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 Übers Sportliche spricht aber keiner. Hä? Weil der VAR einmal mehr im Mittelpunkt steht. Ich möchte auch über einen Schiedsrichter gar nichts sagen, weil dieses tolle Spiel hat es nicht verdient, dass wir jetzt über irgendwelche Entscheidungen noch diskutieren. Müssen wir trotzdem, denn wenn dieser Elfmeterpfiff nach Foul an Omar Mamouche ausbleibt, dann hat das Schiedsrichterwesen ein Problem. 1:11 braucht Schiedsrichter Robert Schröder in der Review Area, um sich die Szene anzusehen, nur um dann die falsche Entscheidung zu treffen. Social Media explodiert. Spielern, Trainern, Fans fehlt das Verständnis für VAR, für Prozesse und Entscheidungen. Schiedsrichterentscheidungen sind teilweise sehr viel in der Theorie. Das muss man akzeptieren, aber in der Praxis ist es dann doch oft relativ harmlos. Wenn der VAR klare Fehler nicht erkennt, dann können wir es lassen, damit beim nächsten Fußballspektakel auch wieder über den Sport gesprochen wird. Und natürlich wird aus der Eintracht Frankfurt-Bubble über eine Szene heiß diskutiert. Das mögliche 3:0, Elfmeterszene, Mamouche gegen Meier. Und wir sagen 3:0 und das Ding ist gefühlt durch.
War das für dich auch so? Hattest du das auch im Gefühl, wenn das 3-0 vielleicht fällt, dann haben die Dortmunder ihre Moral verloren? Nö, hätte ich nicht gedacht. Also ich wär sicher gewesen, Eintracht kann das Ding dann machen. Aber das war so ein offenes Spiel und Dortmund ist immer eine Mannschaft, die zurückkommen kann. Ein kleiner Fehler ist die Kugel drin. Ich wäre nicht beruhigt gewesen, aber für mich war das ganz klar, hätte ein Elfer geben müssen. Und als Journalist, der ja objektiv drauf schauen sollte? Ja, ich habe ja vor allem auch die Dortmunder jetzt mittlerweile ein bisschen im Blick gehabt. Und die haben schon auch irgendwo Comebacker-Qualitäten, haben sich gesteigert in dieser Saison. Aber was mich vor allem an der Szene geärgert hat, ist, du wirst das wahrscheinlich genau einschätzen können, wie lange gedauert hat, bis der Videoschiedsrichter dann eingegriffen hat. Da sind ja quasi nochmal zwei Angriffe hoch und runter gelaufen, bis dann die Unterbrechung kam. Das ist vielleicht das, was mich am meisten stört an der ganzen Thematik. Dann lasst uns das gucken. Ja, dann wollen wir mal reinschauen. Ja, ganz kurz erst zu dieser Entstehung des VARs. Ich glaube, das ist normal, dass das Spiel erstmal weitergelaufen gelassen wird. Das muss so sein. Ne? Wenn es jetzt so gewesen wäre, dass zum Beispiel nichts war und das Ganze löst sich auf, inzwischen wäre dann ein Tor gefallen, dann hätte man ja dieses Tor durch den VAR verhindert, obwohl überhaupt kein Grund ist. Also da müssen wir sagen, da finde ich es gut. Es wird weitergespielt bis zur nächsten Unterbrechung und dann wird gestoppt und dann muss die Entscheidung fallen, bevor es wieder weitergeht. Alles völlig richtig, aber es dauert trotzdem sehr, sehr lange und ich glaube, das müssen auch die Fans dann erstmal so hinnehmen und das macht sicher auch emotional was. Es war natürlich auch ein gutes Spiel, die Bälle waren wenig im Aus und da ist das gelaufen. Ja, das stimmt. Ja. Absolut. Ja, wir schauen uns die Szene also nochmal an. Also es geht um die Aktion von Torhüter Alexander Meyer hier gegen Marmoush. Also, erstmal läuft das Spiel dann, wie gesagt, noch ein paar Sekunden weiter und dann schaut sich Robert Schröder diese Szene mehrfach an. Wir haben das Gefühl, er hat nicht die richtige Zeitlupe gezeigt bekommen. Siehst du das auch so, Lutz? Also, wenn man das hier sieht, das ist immer ein bisschen verdeckt, ne? Ja, es gibt mehrere Ansichten. Man kann von der Mittellinie hoch, von hinter dem 16er, also es gibt unterschiedliche Kameraperspektiven. Ein Schiedsrichter sollte sich immer mehrere Kameraperspektiven anschauen. Er sollte sich es auch immer noch mal zum Schluss in der reellen Geschwindigkeit angucken, weil wir leben ja in der realen Geschwindigkeit. Mhm. Und hier war es also so, dass der Schiedsrichter gesehen hat, dass der Torwart den Ball gespielt hat. Das war definitiv auch so, aber nicht in der Aktion, wo er ihn zu Fall bringt, sondern danach spielt er, wenn man sich das anguckt, spielt er ganz klar mit dem Fuß dann nochmal den Ball. Wenn man aber jetzt die Chronologie der Ereignisse anguckt, war zuerst das Greifen nach dem Fuß, kein Ballspiel, Gegner zu Fall gebracht und dann erst das Ballspiel. Mhm. Und deswegen hätte er eigentlich nach Ansicht der Chronologie dazu kommen müssen, dass er sagt, zuerst ist das Foulspiel und deswegen ist es ein Strafstoß. Hätte kommen müssen, das ist deine ganz klare Aussage. Also du sagst Fehlentscheidung? Keine Frage, der VA hat ihn zu Recht rausgeholt, weil er erkannt hat, dass nicht am Anfang der Ball gespielt wurde, sondern der Mann getroffen wurde. Robert hat bis zum Schluss noch gedacht, dass der Ball doch noch leicht touchiert wurde. Und deswegen hat er sich mehrere Sachen zeigen lassen. Er hat gesagt, ich habe ja gesagt, weiterspielen. Deswegen muss ich jetzt etwas finden, was mich widerlegt in meiner Entscheidung. Und da war er sich nicht sicher. Und dann ist er bei seiner Entscheidung geblieben. Im Nachhinein muss man sagen, Marmoush wurde getroffen. Es war ein Foul. Der Ballkontakt war erst danach. Chronologie war klar. Strafschuss die richtige Entscheidung. Aber tauschen die sich nicht untereinander aus? Also die im Kölner Keller und eben der Schiedsrichter vor Ort. Kann man ihm da nicht den Hinweis geben? Er trifft ihn aber zuerst. Ja, und es ging auch nicht darum, ob er ihn trifft oder nicht, sondern Robert war immer der festen Meinung, dass er doch den Ball auch bei diesem nach dem Fußgehen leicht berührt und sagt, ich bin mir nicht sicher, dass er, für mich hat er den Ball auch leicht berührt. Und das war letztendlich, ich sag's jetzt mal, so eine Fehldeutung von ihm, die dazu geführt hat, dass er da ein bisschen zu starr dabei geblieben ist, sich nicht geöffnet hat nach der Chronologie. Und dann hätte er da einen Strafschuss. Wann hast du denn gemerkt, dass diese Chronologie so ist, wie du sie jetzt darstellst? Ganz ehrlich, ich war im Stadion. Ich habe erst gesehen, dass der Ball die Richtung verändert. Das durch den Torwart und denke erst, oh, Ball gespielt, Robert steht gut, weiterspielen, durchaus berechtigt. Mhm. Und dann habe ich die Wiederholung gesehen, sehe, dass zuerst Marmoush am Fuß getroffen wird und dann der Torwart mehr oder weniger als Abfallprodukt mit seinem Fuß noch den Ball spielt. Und da hat die Chronologie dann plötzlich ganz anders ausgesehen. Als du die Bilder gesehen hast, noch während des Spiels, hättest du auch jetzt so entschieden, wie du es gerade dargestellt hast. So, wir sagen jetzt einfach mal, der Schiri hatte nach dem, und den Elfmeter zeigen wir natürlich auch nochmal, wie der entstanden ist, nach dem ersten Handelfmeter für die Eintracht, einfach Schiss in der ersten Hälfte nach 37 Minuten noch den zweiten zu pfeifen. Also das glaube ich nicht. Robert Schröder ist ein sehr unerschrockener Schiedsrichter. Und wenn er so in ein Bundesligaspiel gehen würde, mit, sage ich mal, Bedenken oder vielleicht sogar mit einer gewissen Angst, dann wäre er nicht richtig. Und das weiß ich auch. Ich kenne ihn persönlich sehr gut. Das ist bei ihm definitiv nicht der Fall. Aber natürlich so eine schwerwiegende Entscheidung wie Strafschuss, da muss er sich ganz sicher sein.
nehmen wir es einfach mal so, dass er aus Angst, aus, ich sag's jetzt mal, gewissen Furcht heraus, nein, das kann ich verneinen. Aber was war's dann? Weil wenn man den ersten Elfer sieht, den er gepfiffen hat gegen Marius Wolf, ne, da sage ich, das Ding, habe ich noch mit meinen Kumpels diskutiert, uiuiui, ja gut, Ball, Körper verlängert, größer gemacht. Gucken wir uns ja bestimmt auch noch. Wolf mit der Hand. Also da kommt ein Arm von den Frankfurtern nach oben. Ich stand direkt hinter dem Tor, ja. Ich habe auch gar nichts bemerkt. Mhm. Ja? Ja, vor allem der Ball springt vom Knauffuß einen halben Meter. Der ist in der Bewegung drin. Was soll er denn da machen? Wo soll er denn hin irgendwie mit seinem Arm? Da kann ich mir denken, okay, Schwein gehabt, Eintracht Frankfurt. Es gab auch schon andere Szenen in der Saison, da ist es gegen uns gelaufen. Okay, alles prima. Und der zweite allerdings, also der erste ist für mich, kann man machen, kann man aber auch glücklich sein, wenn er dann... Ne? Ich glaube, es ist zumindest keine ganz klare Fehlentscheidung. Nee. Ich habe auch in der Liga schon Elfmeter gesehen. Das war mein erster Eindruck oder Szenen gesehen, für die es dann Elfmeter gegeben hat. Trotzdem ist das zu hart, viel zu hart, oder? Also, wir müssen ja eins sagen, wir haben ja, beim Handspiel haben wir ja viel erlebt in den letzten Jahren, weil die FIFA... Das hast du schön gesagt. Ja, die FIFA und das IFAB haben ja da mal etwas umgestellt. Das heißt, die haben die Handspiel... IFAB muss ich noch mal kurz... International IFAB sind die, man muss ja so sehen, die Schiedsrichter werden immer dafür verantwortlich gemacht, wir machen keine Regeln, wir legen sie nur aus. Gewaltenteilung. Das IFAB ist die gesetzgebende Gewalt, die macht die Regeln, wir sind praktisch die Exekutive, wir legen sie dann auf dem Sportplatz aus und die Exekutive und die Judikative, die Sportrichter urteilen sie ab. Das ist eine Gewaltenteilung, wie bei uns im Staat auch. Die funktioniert eigentlich auch gut. Also, die Jungs machen das beim IFAB und wir müssen es nachher in Anführungszeichen ausbaden oder umsetzen. Aber was hältst du davon, von dieser aktuellen Handspielregel? Die jetzt ist er wieder auf einem guten Stand. Die letzten 3 Jahre haben wir uns einmal im Kreis gedreht. Wir hatten doch früher, das weiß jeder von den Älteren, die hier sitzen, nur die Absicht. Und dann hat die FIFA gesagt, wir müssen das etwas klarer machen. Wir nehmen noch Dinge dazu, wie Abstützhand, wie Verbreiterung der Abwehrfläche und, und. Das hat dazu geführt, dass wir plötzlich mehrere Parameter haben und jeder hat sich immer den rausgesucht, der ihm am besten gepasst hat. Und dann hat man das gemerkt und dann hat man modifiziert. Man hat wieder Parameter weggenommen, dann waren wir plötzlich noch bei 5, dann bei 3 und jetzt sind wir wieder bei 2. Und die 2 heißen einmal Absicht, also ich fange den Ball und trage 10 Minuten durch den Strafraum. Hatten wir mal bei der Frauen... Wenn es doch immer so klar wäre. Genau. Hatten wir aber mal bei der Frauen-WM 2011, weiß ich heute noch, eine beliebte Szene von mir. Ja. Und die andere Sache ist die Verbreiterung oder die Vergrößerung der Abwehrfläche. Und das heißt, wenn die Hand oder der Arm unnatürlich abgespreizt ist. Betonung unnatürlich. Mhm. Und jetzt heißt es ja, mit der Intention, den Ball aufhalten zu wollen. Und jetzt kommt schon wieder die Absicht ins Spiel. Eigentlich sind wir jetzt wieder da, wo wir früher waren, die Absicht. Und jetzt kommen wir mal auf das Beispiel. Wolf will den Ball wegschlagen. Mhm. Wolf holt aus, da dabei schwingt natürlich der Arm mit. Hätte er sich selbst den Ball an die Hand geschossen, wäre es sowieso klar gewesen, wenn ich mir selbst den Ball an die Hand schieße, gibt es kein strafbares Handspiel. Jetzt hat ihn aber Knauf, kurz vorher, bevor Wolf den Ball schießt, weggespitzelt. Aber wo liegt der Unterschied? Wolf hätte auch so nicht die Abwehrfläche oder Körperfläche oder Abwehrfläche verbreitert, um den Ball aufhalten zu wollen. Es war kein Schuss aufs Tor, war keine Torgefahr. Somit hier eine Der Schiedsrichter hatte erst richtig entschieden. Der VA hat dann gesagt, schau es dir noch mal an. Und dann ist die ganze Lawine ins Rollen gekommen und man hat sich zu sehr auf den weit abgespreizten Arm konzentriert. Und ich muss sagen, das war eigentlich vom Schiedsrichter erst mal richtig entschieden, aber dann leider hier die falsche Intervention durch den VA, was letztendlich zu einem falschen Strafstoß geführt hat. Aber da sind wir, genau, und da sind wir vielleicht auch beim Problem, was ich zumindest so empfinde. Selbst der VAR ist zu subjektiv. Da sitzen immer andere Schiedsrichter und die haben alle irgendwie eine andere Meinung und vielleicht eine andere Auslegung. Ist das vielleicht also nein, das Problem? Da sitzen keine anderen Schiedsrichter, da sitzen die Schiedsrichter, die sonst auch in der Liga pfeifen. In diesem Fall war Bastian Dankert, der VA, ein FIFA-Schiedsrichter, sehr erfahren, war unter anderem auch bei der WM im Endspiel als VA mit dabei. Also wirklich ein guter Mann. Aber was passiert? Auch die unterliegen, denke ich, manchmal unterschiedlichen Auslegungen oder unterschiedlichen Wahrnehmungen. Und allein, wenn es darum geht, welche Entscheidung ist klar falsch? Dieses klar, ich sage jetzt mal, wenn wir hier unter uns fragen, sehen uns eine Szene an, sind 2 für klar, 2 für nicht klar, einer ist unentschieden. Das wird es in gewissem Maße immer geben. Man wird einen Ermessensbereich haben. Wir müssen nur sehen, dass wir ihn so klein wie möglich halten. Das müssen wir hinkriegen und da müssen wir dran arbeiten. Und dass die Grauzone bleibt, sorry, dass ich unterbreche, ist ja klar. Aber gibt es eine Regel, die du
dir wünschen würdest oder wie würdest du sie persönlich modifizieren? Gibt's, hast du eine Idee? Da gibt's einige Dinge. Es gibt auch bei der FIFA so ein Innovation Panel, da kann man immer gewisse Dinge eingeben, dass man zum Beispiel sagt, zum Beispiel uns ist es, also mir persönlich als Schiedsrichter, sage ich immer, was ich beim Strafstoß leisten muss. Ich muss gucken, ob der Torwart sich zu früh bewegt, ob der auf der Linie ist, ob der Schütze irgendwas falsch macht, ob er unerlaubt täuscht, ob Spieler zu früh in den Strafraum laufen. Warum machen wir es nicht so? Strafstoß heißt, schieß einmal aufs Tor, wenn er drin ist, ist ein Tor, wenn er nicht drin ist, gibt es einen Schuss. Alle anderen sind am Mittelkreis. Wäre für mich, ja, es geht einfach danach nicht weiter. Wäre zum Beispiel eine super Lösung, hätte man all das mit dem Reinlaufen und man könnte, ich sage immer, keep it simple, halt es einfach. Fußball wird von allen Menschen auf der ganzen Welt gespielt und da muss man es so einfach halten wie möglich und die Regel bitte nicht verkomplizieren. Und das ist bei der Handregel passiert. Mhm. Jetzt kommen wir so ein bisschen wieder zurück zu den Ursachen. Lass die Absicht zählen und wenn die Körperfläche verbreitert wird oder die Abwehrfläche, dann bitte nur, wenn er auch die Absicht hat, den Ball aufzuhalten. So, wenn du jetzt glaubst, dass wir unkomplizierter werden in der Sendung, hast du dich getäuscht. Ja? Jetzt kommen wir nämlich zum Ausgleichstreffer von Dortmund. Ja? Da schauen wir uns das auch nochmal an, wie dieses Tor zustande kommt. Da geht es um eine Abseitsstellung und zwar von Niklas Füllkrug bei diesem Schuss. Der ist im Abseits, direkt vor Kevin Trapp. So, ist das jetzt ein irreguläres Tor, weil er ihn behindert in der Sicht? Wir schauen es uns auch aus verschiedenen Perspektiven an. Das ist klar, Füllkrug ist im Abseits. So, jetzt schauen wir uns an, es geht nicht um die Sicht, um das Sichtfeld, sondern um die Sichtlinie. In der Sichtlinie steht er nicht. So, irritiert er aber allein durch seine Anwesenheit nicht den Torhüter doch? Genau. Und ich habe ja nachher auch mit Kevin Trapp drüber gesprochen. Aha. Das Problem hierbei ist, in der Sichtlinie steht er nicht. Das hast du sehr gut gesagt, weil viel geht immer vom Sichtfeld aus. Es zählt nur die Sichtlinie. Das Zweite ist, übt dieser Spieler einen Einfluss aus auf den Torhüter oder verhält er sich ruhig? In diesem Fall verhält sich der Spieler Füllkrug ganz ruhig. Also er bewegt sich nicht hin, er macht keinen Schritt auf den Torwart. Er ist im Prinzip ein berechenbares, ein stehendes Hindernis. Aber er macht es nicht. Ja. Das müssen wir auch wieder festhalten. Und jetzt kommt noch eine ganz, ganz schwierige Aufgabe auf den Schiedsrichter zu. Und da habe ich gestern mit dem Kevin Trapp auch drüber gesprochen. Der muss auch beurteilen, wenn der nicht da wäre, hätte Kevin Trapp den Ball gehalten. Und den hätte Janik gehalten. Christian hätte den auch gehalten. Logisch. Jetzt habe ich, das war eine falsche Frage. Das stimmt, das ist ganz klar. Nein, aber man muss wirklich sagen, ist denn wirklich die absolut klare Möglichkeit, die reelle Möglichkeit gegeben, dass er wirklich diesen Ball hält? Und wenn man sich das im Detail auch anguckt, er geht erst einen Schritt zur anderen Seite, er wird dann eigentlich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt und ich sage mal, er kommt schwerlich an den Ball dran. Ich muss aber auch zugeben, hätte der Schiedsrichter dieses Tor nicht gegeben und wegen Abseits annulliert, wäre in diesem Fall der VAR nicht reingegangen, weil es keinesfalls eine klassische Fehlentscheidung ist, sondern wir haben für beide Seiten haben wir Argumente. Und jetzt kommt es darauf an, wie man sie wichtet. Aber egal, wie der Schiedsrichter hier entscheidet, ist dies keine Sache für den VAR, weil der VAR geht nur rein, wenn es klar und offensichtlich falsch war. Und hier gibt es wirklich für beide Seiten Argumente. Ich kann den Schiedsrichter verstehen, dass er letztendlich aus seiner Perspektive so entschieden hat. Hätte er anders entschieden, hätte man das genauso akzeptieren müssen. Aber weißt du, was mir aus Fansicht nicht klar wird? Das ist keine klare Fehlentscheidung, aber der Schiedsrichter geht bei Marmoush rein. Der VAR sagt, das ist aus seiner Sicht eine klare Fehlentscheidung. Genau. Und der Schiedsrichter bleibt trotzdem bei seiner Entscheidung. Ja. Und das ist immer eins, es wird ja oft über den VAR gesprochen, der den Schiedsrichter entmachtet und letztendlich würde der Kölner, das ist so nicht. Der in Köln sitzt, ist ein zusätzlicher Assistent, der sagt dem, pass mal auf, wir haben Bilder, da sieht es doch eher aus wie ein Strafstoß, schau's dir mal an. Dann geht er raus, aber die gültige Entscheidung bleibt immer beim Schiedsrichter auf dem Feld. Und wenn der nicht davon überzeugt ist, ob jetzt zu Recht oder Unrecht, in dem Fall war es zu Unrecht, aber wenn der nicht davon überzeugt ist, dann zählt nur seine Entscheidung und der VAR kann ihm nur eine Hilfestellung geben. Deswegen ist der VAR ein Mitglied des Teams, aber eben ein Helfer und kein Entscheider. Ja, deswegen ist ja auch der Vorschlag von Axel Hellmann für meine Begriffe völlig falsch. Zu dem kommen wir weil noch. Die Technik funktioniert ja. Dann ist nicht vorweg. Ja, nee, aber die Technik funktioniert und er entscheidet. Also, ja, aber lass uns bei der Wahrnehmung bleiben, um die es ja jetzt auch in dem Fall geht. Wie hast du die Szene gesehen, von der Pressetribüne aus? Es ging so schnell, das ist halt gerade die Frage Sichtfeld, Sichtlinie, das kannst du in dem Moment gar nicht sehen. Und als ich es dann in der Wiederholung gesehen habe, habe ich dann gedacht, ja doch, den muss man geben, weil, wie gesagt, auch das war mein Argument in dem Moment, die Sichtlinie ist nicht behindert und gerade aus Stürmersicht sage ich immer,
lieber das Tor im Zweifelsfall geben, als es zurückzunehmen. Das im Zweifel für den Stürmer gibt es ja mittlerweile, gerade bei Abseitsstellungen, nicht mehr, weil die ja auf den Millimeter genau ausgemessen werden. Mhm. Allerdings bei der Auslegungssache ist es sehr wohl noch so, weil die FIFA sagt, uns ist lieber ein 3:3 wie ein 1:1. Also wir lassen es dann auf beiden Seiten so. Mhm. Und das finde ich dann wieder in Ordnung, wenn es gleichmäßig gehandhabt wird. Mhm. Wir hören uns nochmal Kevin Trapp an, der zu dieser Szene natürlich auch nach dem Spiel ins ARD-Mikrofon nochmal seine Meinung kundgetan hat. Ja, für mich ist es Abseits, weil die Dortmunder werden sagen, es ist kein Abseits, weil er nichts macht. Aber wer sich ins Tor stellt und da steht ein Spieler neben dir, dann wirst du beeinflusst, das ist Fakt. Was hat Ihnen Robert Schröder darauf geantwortet? Sie haben ja sehr intensiv mit ihm gesprochen. Ja, dass der Spieler nicht direkt vor mir steht, sondern ein bisschen links von mir und der Ball auch links von dem Gegenspieler ins Tor geht und deswegen ist es kein Abseits. Aber dann muss ich halt das nächste Mal in den Spieler reinspringen und dann ist es Abseits, weil dann behindert er mich wirklich. Was hältst du denn von dieser Idee? Einfach in den Spieler reinspringen? Hat er ein bisschen Wir haben uns ja nach dem Spiel unterhalten und er hat gefragt, ja, was soll ich denn machen? Aber ich kann definitiv sagen, die Idee kommt nicht von mir. Hätte mich auch überrascht. Christine, du hast vorhin ja schon gesagt, für dich wäre es ein Abseitstor gewesen, also kein gültiger Treffer. Ist das die reine Fanbrille, die da durchleuchtet? Die leuchtet natürlich immer durch. Ich finde das Verrückte an diesem VAR oder VAR oder wie man immer ihn nennt. Ne? Wer da gedacht hat, es wird alles besser, Pustekuchen, nichts wird besser. Es wird genauso aus Fansicht über die Schiedsrichterleistung diskutiert. Es gibt natürlich Dinge, wo man sagt, okay, das sind jetzt so Ausnahmesituationen, die kann ein menschliches Auge oder ohne diese ganze Technik einfach nicht sehen. Und nach dem 30. Mal sieht dann auch noch derjenige, der beim ersten Mal gesagt hat, war nichts, das war jetzt ein klarer Elfer. Aber es hat für mich aus Fansicht nicht dazu geführt, dass die Spiele wirklich gerechter entschieden werden. Und es hat auch nicht dazu geführt, dass ich sage, die Schiris haben jetzt eine komfortable Situation. Weil jetzt ist es ja so, dass man denkt, jetzt haben die noch diese ganzen anderen Schiris. Jetzt haben sie diese ganze Technik und trotzdem passieren diese verdammten Fehlentscheidungen. Wie kriegt man das hin, dass die Schiris das noch besser hinkriegen? Das hast du gut gesagt. Der letzte Satz war Weltklasse. Ja. Noch besser. Noch besser ist nämlich genau die richtige Beschreibung, weil wir müssen wirklich eins sagen, es ist bewiesen, dass der VA die Fehler reduziert. Ich kann von der letzten Saison nur drei Zahlen nennen. Es gab in der letzten Saison 146 Fälle, wo ein gravierender Fehler passiert ist. Und der wurde in 133 Fällen wurde der auch wahrgenommen und wurde auch bis auf 16 Fälle repariert. Das heißt, die Meisterschaft, die vergeigte in Rostock, wäre nicht möglich gewesen, wenn es diesen Videobeweis gegeben hätte. Was sagst du dazu? Jetzt reißen aber ganz alte Rücken auf. Ich war gerade letzte Woche unterwegs mit Steppi, da hat er gesagt, warum warst du nicht in Rostock? Also Steppi, wir können nicht überall sein. Vielleicht mal dazu auch. Ja, und ich persönlich sage auch, was sind mir für Fehler passiert und was hätte ich weniger schlaflose Nächte gehabt, wenn ich damals den Videoassist gehabt hätte, der mich vor den gravierenden Fehlentscheidungen bewahrt hätte. Und das macht er. Das ist für den Schiedsrichter wirklich so eine Art Rettungsfallschirm, wenn mal was ganz Schlimmes passiert. Allerdings, jetzt komme ich zu dem, weil du auch sagst, er muss noch besser werden. Es gab in der letzten Saison, trotz der 133 Fälle, die super gelöst worden sind, gab es aber auch noch 13 andere Fälle, die nicht oder mit VA nicht richtig oder sogar wegen dem VA falsch gelöst wurden. Muss man da anpacken? Was sagst du? Und das heißt, besser schulen, Kommunikationsproblem etc. Richtige Techniker, die richtige Kameraposition auswählen. Allein, wenn es um die Kommunikation geht, mittlerweile arbeiten wir mit Piloten zusammen von der Lufthansa, um einfach zweifelsfrei zu kommunizieren. Kurz und knapp, was du in drei Sätzen sagen kannst, sag in drei Worten. Oder aber auch diese Dinge wie, welche Kameraposition nehme ich? Da ist es wichtig, dass ein Techniker da ist, der aus den 26 Kamerapositionen auch die richtige raussucht. Sonst hat der schon ein Problem. Also Fakt, da gibt es etwas zu tun, das ist unbestritten, aber 87% der klaren Fehler, die sonst wären, sind durch den VAA eliminiert worden. Nur in Deutschland sind wir leider in so einem Land, wir reden immer dann nur noch über die 13, die geblieben sind. Das ist ja die Frage, glaubst du, dass es ein deutsches Problem ist? Ist das im Ausland besser? Also in allen Top-Ligen, wo ein extremer Druck ist. Wenn ich zum Beispiel England sehe mit Howard Webb, der dort der Experte ist für den VAA, der hat auch ähnliche Probleme. Wir in Deutschland sind in der komfortablen Situation, dass wir eigentlich schon mit von der Qualität an der absoluten Spitze stehen. Mhm. Viele Champions-League-Spiele, obwohl kein deutscher Schiedsrichter dort ist, werden mit deutschen VAs bestückt. Bei den Endspielen, bei der WM, Deutschland war ausgeschieden, auch der deutsche Schiedsrichter, aber der VA war noch dabei. Mhm. Das heißt also, der VA
Der deutsche Fahrer wird international sehr hoch geschätzt, aber wie heißt es so schön? Der Prophet zählt nichts im eigenen Lande. Hier ist es eben so, hier schaut man auf die Fehler, finde ich persönlich ein bisschen ungerecht. Deswegen muss ich sagen, die Formulierung, es könnte noch besser werden, gebe ich dir 100% recht. Aber es ist besser geworden, sogar sehr viel besser. Und die Gerechtigkeit, eine 100%ige wird es nicht geben, aber die Gerechtigkeit ist da. Aber vielleicht gab es gestern ja sowas wie eine ausgleichende Gerechtigkeit, wenn wir mal auf die letzten Minuten dieses Spiels schauen, den Zupfer von Larsson gegen Schlotterbeck. Mhm. Ja, die Dortmunder sind natürlich der Meinung, das ist ein Elfmeter. Ja. Wenn wir das jetzt nochmal sehen. So. So, und jetzt haben wir doch eins. Das ist typisch. Das so, Achtung, steht, hier sieht man es noch besser. Ja. Also da hat Larsson wirklich, der hat Stoff in der Hand, ne? Ja. Mhm. Aber was ist denn hier die Schwierigkeit? Wir haben jetzt, alle stehen auf einer Linie, wir haben eine Pärchenbildung. Alle sind zugeordnet. Der Schiedsrichter muss jetzt unter 6, 7 Pärchen auch auf das Richtige schauen. Ja, und er schaut meistens dahin, wo der Ball ist. Und der Ball war nicht bei denen zwei. Also ist es verständlich, dass der Schiedsrichter gar nicht auf dieses Pärchen geschaut hat. Jetzt kommt wieder der VAR ins Gespräch. Muss er sich einschalten? Jetzt frage ich, ist das so glasklar falsch? Oder ist es zumindest auch noch eine gewisse Ermessensentscheidung? Und da haben wir gesagt, das ist nicht so klar. Das sind nicht die Elfmeter. Dann könnte man bei jedem zweiten Eckball einen Strafschuss werfen. Und deswegen, der Schiedsrichter hat woanders hingeschaut, weil der Ball dahin kam. Der VAR ist nicht eingeschritten, weil es nämlich nicht glasklar falsch war. Und somit wurde weiterspielen lassen. Und jetzt hat die Eintracht auch mal ein bisschen Glück gehabt. So, dann sind wir jetzt, glaube ich, mit dem Spiel soweit erstmal durch. Zumindest mit den 90 Minuten auf dem Feld. Aber dann kam der Vorstandsvorsitzende bzw. Vorstandssprecher von der Eintracht Frankfurt und hat sich nochmal vor die Medien gestellt und hat gesagt, wo liegt der Mehrwert eines Video Assistant Referee, wenn er am Ende eine Entscheidung, die auf dem Platz getroffen wird, nicht besser macht? Ich würde den VAR auf wesentliche Entscheidungen reduzieren. Das ist ja das, was du vorhin schon mal kurz aufgegriffen hast. Ja, wie gesagt, ich glaube, die Szene in dem Moment, wo die Technik eingreift, wie du sagst, es ist eine Hilfestellung und ab dem Moment, wo er selbst entscheidet, hat die Technik ja nichts mehr zu sagen. Also es ist in dem Moment eine Fehlentscheidung, subjektiv vom Schiedsrichter. Also es gibt ja sogenannte faktische Entscheidungen. Das ist, wenn wir zum Beispiel Abseits bewerten. Steht er drin, steht er draußen? Ist es faul im Strafraum, ist es außerhalb? Das kann man faktisch super bewerten. Ich glaube, mit der Kamera besser lösen wie mit dem menschlichen Auge. Da sind wir uns einig. Jetzt kommt aber eins dazu, das ja sehr oft auch gefragt wird. Ja, er steht im Abseits, aber jetzt kommt's, greift er ein. Das kann keine Kamera lösen. Das muss mehr oder weniger derjenige, der das bewertet, mit seinem Sachverstand und seiner Sachkompetenz lösen. Und das läuft nur in einem Zusammenspiel. Schätze den Axel Hellmann sehr, finde auch, dass er da einen guten Ansatz hat, weil das ist eigentlich auch unser Ansatz. Und in diesem Spiel hat ja der VA auch zum Beispiel bei der Aktion gegen Marmouche eingegriffen. Aber der Schiedsrichter hat nachher eben von seiner Hoheit Gebrauch gemacht, dass er der Entscheider auf dem Platz sagt, ich bin mir nicht sicher, ich gebe ihm besser doch nicht. Das ist dann eine andere Sache. Aber da hat der VA funktioniert. Wo ich ihm recht gebe, ist bei der ersten Situation, da hat er nicht funktioniert. Und das wird eine dieser Situationen sein. Hoffentlich toppen wir nicht die Zahl von letztem Jahr, sondern bleiben drunter. Das ist unser Bestreben. Und dass wir uns in den Prozentwerten noch weiter nach oben bewegen. Aber das wird eine der Situationen sein, die auch intern wirklich knallhart auch mit den Schiedsrichtern. Auch ich habe ja mit dem Schiedsrichter noch ein Coaching-Gespräch, was wir aufarbeiten. Das weiß der Schiedsrichter auch. Und da geht es darum, wie verhalten wir uns das nächste Mal besser. Aber wäre das nicht ein Rückschritt, Entschuldigung, wenn man jetzt sagt, wir klammern die Entscheidungen Hand und Foul aus und in allen anderen Bereichen nutzen wir die Technik. Also ich finde, wenn wir die Technik haben, dann sollten wir auch alles geben, damit sie so gut wie möglich funktioniert. Yannick, du hast vollkommen recht. Das ist ein Zusammenspiel zwischen Technik und zwischen Bewerten. Alles, was man nicht messen kann, muss man bewerten. Da brauchen wir den Mensch. Alles, was wir messen können, lassen wir die Technik ran. Und ich finde, wenn das vernünftig zusammenwirkt, und das meint ja Axel Hellmann auch, dass es da sich nur auf die klaren Dinge konzentriert. Vielleicht hat er es gestern auch natürlich auch ein bisschen aus der Emotion heraus, das kann ich ja auch ein bisschen verstehen. War eigentlich relativ ruhig. Doch. Ja. Für seine Verhältnisse. Er hat den richtigen Moment abgewartet, bis das Tröpfchen das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja, aber du hast ja eben schon gesagt, du findest den VAR grundsätzlich keine Hilfe oder keine Verbesserung. Ich bin vielleicht so eine Fußballromantikerin, ich brauche diesen Quatsch ehrlich gesagt nicht. Okay, wie ist denn das hier im Publikum? Ja, wir haben ja euch schon mal ein paar Daumen hingelegt. Wir wollen wissen, wer ist dafür, dass der Hellmann-Vorschlag umgesetzt wird? Also, das heißt, nur noch in den Situationen, wo es um Zentimeter geht, Abseits und Foul am Strafraum, wo auch immer. Wer ist für den Vorschlag von Axel Hellmann? Mal kurz Daumen hoch oder runter?
Okay, hier sogar mehr. Na, das ist jetzt ausgeglichen. Und wie ist hier ist aber... eindeutig die Hellmann-Ecke da. Ja. Sagt mal ganz kurz, warum ihr das so gut findet, wenn der Vorschlag von Axel Hellmann so durchkommen würde. Der Papa muss. Wie immer. Ja, ich muss schon sagen, der VAR teilweise, von den wie er einschreitet oder wie alles gemacht wird, wenn es wirklich um Zentimeter geht und das Ganze, dann fände ich es besser, wie zu oft einschreiten, zu lange vor draußen gucken, das ist alles so ein bisschen... Ich bin eher der Fußballromantiker. Wie. Das ist schon teilweise komisch. Dann die nächste Frage, wer ist dafür, dass alles so bleibt, wie es ist mit dem VAR? Auch nicht. Das ist jetzt ein roter Daumen nach oben, das funktioniert nicht. Und ein grüner nach unten. So. Und das ist jetzt so eine Mittelposition. Okay, ich sage jetzt nicht das andere Wort, was ich vor zwei Wochen gesagt habe. Auch eindeutig. Ja. Okay, also, ja. Was machen wir damit? Du hast schon gesagt, hundertprozentige Gerechtigkeit wird es nicht geben. Aber wenn wir jetzt wieder dahin kommen, was auch Yannick gesagt hat, dass wir nur nach den messbaren Dingen gehen, hätten wir damals in Rostock den VA gehabt, hätte die Eintracht, wäre sie Meister gewesen. Tja, was hilft uns das vorausgesetzt, der Strafschuss wäre verwandelt worden. Ja, stimmt. Okay, das kommt dann natürlich auch noch mal. Das hätten wir hingekriegt. Nein, aber ich glaube, dass der VA schon da hilft, wo die gravierenden Fehlentscheidungen passieren, die hilft er schon zu eliminieren. Ich habe es ja vorhin auch ein bisschen an den Zahlen versucht, zumindest mal anzudeuten, dass er wirklich 87% der Fehler, die sonst geblieben wären, hat er in der letzten Saison eliminiert. Natürlich muss es Bestreben sein, 13 Fehler sind immer noch zu viel, da müssen wir noch mal besser werden. Aber ich glaube, die Tendenz ist schon richtig. Was man natürlich dann in Kauf nehmen muss, ist längere Zeiten der Überprüfung, wobei das sehr wahrscheinlich besser werden wird, wenn wir die halbautomatische Abseitserkennung bekommen. Das heißt, dass nicht mehr der VA diese Linien anlegen muss, das Lot fällen, was ja immer Zeit kostet, sondern dass der Computer dies tut. So wie es bei der WM schon im Einsatz war. Und das hat natürlich zeitmäßig sehr viel gebracht und das wäre auch für uns hier eine gute Sache. Kommen wir mal aufs Sportliche, denn da hat ja Dino Toppmöller gesagt, er möchte eigentlich viel lieber darüber sprechen, als über die Schiedsrichterentscheidung. Aber ich fand es sehr gut, dass wir das jetzt alles nochmal aufdröseln konnten mit dir, Lutz. Trotzdem gehen wir nochmal in das Spiel rein und sagen, es ist noch nicht alles top, aber es ist jetzt ganz vieles Toppmöller. Siehst du das genauso? Ja, ich finde, ähnlich wie bei vielen anderen Trainern, jetzt sieht man die Handschrift richtig, ne, wenn da alle meckern auch immer am Anfang der Saison, ob es der Hütter war, der Glasner, oh, was spielen die für einen Mist zurecht, bis das dann mal geklappt hat. 10 Spieltage, 8, 9 Spieltage gehen da einfach drauf und die haben jetzt schon mal ab Hoffenheim gezeigt, sie haben diesen Tempo-Fußball vorne verstanden, es steht nicht nur die Abwehr hinten stabil, sondern diese vielen schnellen, jungen Spieler kommen, ach sie an, auch ohne Mario Götze, ziemlich gut klar. Mhm. Na, das ist natürlich dann auch eine spannende Frage, der ist eine Koryphäe, das ist ein super Typ, der kann toll Fußball spielen, für mich meckert er zu viel, er meckert in dieser Saison nicht schon wieder den Schiedsrichter jetzt. Nicht pro Schiri, sondern das regt mich auf, weil wenn er ein Vorbild sein will für die jungen Spieler, da muss er sich anders geben. Und für mich ist jetzt wirklich die große Frage, welchen Platz hat er in dieser Mannschaft? Dass er ballsicher ist, wenn der Ball gehalten werden muss, das ist das eine. Aber er ist nicht der Tempo-Fußballer. Und für mich ist die spannende Frage, ob jetzt da vorne diese drei, sag ich mal, der Knauf, ne, dann rechts vorne irgendwie der Buta und unseren tollen Mittelstürmer, ob die sozusagen nicht dieses magische Dreieck bilden und dann kannst du sagen, da brauche ich nicht unbedingt einen Herrn Götze regelmäßig. Zumal sich einer ja ins Rampenlicht gespielt hat mit Chaby. Das erste Tor in der Bundesliga, diese Flanken und Ecken, es war ja göttlich, auch gegen Helsinki. Ja. Hat Götze denn dann noch einen Platz bei Eintracht Frankfurt, wenn du das jetzt so auch gestern gesehen hast? Also Chaibi hat sich super entwickelt. Beim Spiel gegen Helsinki habe ich gedacht, der muss in der Halbzeit mit Hüftschaden raus, weil er so viele Ecken und Freistöße getreten hat. Normalerweise wäre ich geneigt zu sagen, Götze muss immer spielen, weil ich glaube schon, dass du gerade in diesem Trio vorne jemanden brauchst, der Erfahrung mitbringt und an dem sich auch die anderen Spieler so an der Seite entwickeln können. Übrigens auch der Grund, warum ich der Meinung bin, dass definitiv noch ein neuer Stürmer kommen muss. Ich weiß ehrlich gesagt so aus der Ferne gar nicht gerade, was bei Mario so los ist, aber wie gesagt, der ist nicht wegzudenken aus dieser Mannschaft und ich glaube auch, dass das eine Qualität ist von Eintracht, um gerade auch so diese nationale Aufmerksamkeit zu haben, dass du immer wieder Reizpunkte setzt. Das kann ein Titel sein, das kann aber auch so eine Figur sein wie Mario Götze mit einer gewissen Strahlkraft, also von daher, der gehört in diese Mannschaft und ist extrem wichtig. Trotzdem merkt man, zumindest mein Gefühl, dieser Spirit in dieser Mannschaft, der ist echt extrem gut. Toppmöller wechselt viel, immer mal wieder kommen neu rein und er stellt nach Leistung auf, auch für dich so ein Fingerzeig. Der Mann schreckt auch nicht vor Namen zurück.
Nee, überhaupt nicht. Haben wir jetzt schon wieder gesehen, dass er auch immer wieder Spieler dann auf die Tribüne setzt. Mhm. Und ganz ehrlich, Leistungsprinzip, das ist was, was wir, glaube ich, nicht bei jedem Trainer in der Bundesliga sehen. Und auch in der Nationalmannschaft. Finde ich, ja, sicherlich jetzt wieder mehr, aber... Bei Völler doch, bei Völler war es mal wieder so. Ja, genau. Aber nee, da hat er eine klare Handschrift und ein klares Konzept. Und ich hatte am Anfang auch Zweifel und habe gesagt, ist das nicht ein Rückschritt, wenn du einen erfahrenen Trainer wie Hütter gehabt hast, einen Glasner gehabt hast und jetzt holst du jemanden, der bisher nur als Co-Trainer gearbeitet hat. Aber das hat alles Hand und Fuß. Mhm. Du hast eben schon gesagt, das ist jetzt so ein bisschen die Spielphilosophie, die Topmüller ja auch angekündigt hat, ne? Positiv Troublemaker sein. Das hat jetzt gestern nach vorne super funktioniert, dafür sind hinten so 2-3 Lücken aufgerissen. Du sagst schon so, ist mir egal, wahrscheinlich nicht, aber findest du dann auch die logische Konsequenz? Ist in Ordnung so für dich als Fan? Ja, total, weil man sieht ja, dass da was passiert. Also ich meine, ich bin früher ins Stadion gegangen zu Funkels Zeiten. Wer sich daran noch erinnert, an diese Art von Fußball, der kann einfach nur nach so einem Spiel wie gestern sagen, das ist göttlich. Mhm. Klar, da sind ein paar Fehler passiert am Ende, die Dortmund gnadenlos ausgenutzt hat, aber ich bin total glücklich, wenn ich solche Spiele sehe, dann verzeihe ich auch der Mannschaft, dass da Fehler hinten passieren, wenn ich immer merke, da passiert was, Spieltag für Spieltag. Ich finde es nur dann schlimm, wenn sowas passiert wie, ach, wir schwimmen da oben irgendwie mit und können jetzt nur noch Halbgas geben, das ärgert mich dann total als Fan. Wenn ich sehe, die Mannschaft reißt sich wirklich den Pünktchen auf. Du darfst es hier sagen. Vielleicht wird der Piep drüber gelegt, ich weiß es ja nicht, muss ich ganz brav sein. Dann bin ich total begeistert und dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn das 3-3 ausgeht, auch wenn mein Herz mir auf der einen Hälfte blutet, aber ich bin trotzdem viel mehr begeistert über diese tolle Entwicklung dieser Mannschaft. Das sind dann auch so Kleinigkeiten wie gestern, Knauf checkt Hummels um und die ganze Hintermannschaft jubelt und feiert das. Also vor allen Dingen dieser Einsatz, dieser Wille, diese jungen Wilden jetzt auch wieder bei Eintracht Frankfurt, die dir dann auch Spaß machen, wenn du das so siehst? Ja, absolut, diese jungen Wilden. Und ich habe ja eben auf Götze ein bisschen geschimpft. Ich bin großer Fan von Götze, nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, für ihn ist das auch nochmal ein Denkanstoß, zu sehen, hey, ich habe da jetzt sozusagen eine Mannschaft, da habe ich mich am Anfang ein bisschen drüber geärgert. Das sieht man ja auch, dass er dann immer so gestikuliert und auch unzufrieden ist mit seinen Spielern, wenn die seine genialen Pässe noch nicht so verstehen und nicht in diese Lücken laufen, die er halt sieht. Aber dass er halt auch merkt, hey, die Jungs, die können auch ohne mich und ich muss jetzt auch mal ein bisschen Gas geben und muss vielleicht auch mal von meinem Verhalten ein bisschen was verändern. Ich glaube, da kann auch noch mal im positiven Sinne was bei ihm passieren. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, und Götze ist dafür so ein Beispiel, aber auch Jessica Gankam, der gestern noch nicht mal im Kader stand, ja, dass er auf so Leute verzichten kann in der Startelf. Das zeigt ja auch, dass er auf die anderen vertraut und jetzt keinen ganz erheblichen Qualitätsverlust mit eingeht. Das ist ja für die Ausgangsposition der Mannschaft, aber auch des Trainerstabs ja fantastisch, oder? Ja, du hast eine super Ausgeglichenheit in dem ganzen Kader drin und ja, auch die Leute, die dann jetzt neu dazugekommen sind, die vielleicht auch noch nicht die Erfahrung haben, das funktioniert schon gut und ich glaube, das ist dann auch am Ende eine Qualität des Trainers. Wie weit ist Eintracht Frankfurt denn weg von den Spitzenteams? Dortmund zählte ja zumindest vor diesem Spieltag auch zu der Topgruppe. Also ich finde, sie sind, glaube ich, weiter, als sie sich das vielleicht zu dem Zeitpunkt vorgestellt haben, weil man ja immer gesagt hat, weiter dran, also nicht weiter weg, sondern... Naja, auch weiter in der Entwicklung, weil sie ja schon gesagt haben, es ist eine Übergangssaison und jetzt bist du schon im oberen Drittel mit dabei und darfst natürlich nicht vergessen, dass du mit den Einnahmen von Kolo Muani noch mal knapp 100 Millionen auf dem Konto liegen hast. Also wenn man die noch sinnvoll investiert und da oben on top drauf rechnet, das schmunzelt dann, der Schiedsrichter. Dann gewinnt, glaube ich, noch mehr, oder was meinst du? Also solche Summen sind für Schiedsrichter völlig unvorstellbar. Da machen wir uns auch gar keine Gedanken. Wir konzentrieren uns auf andere Dinge. Könntet ihr brauchen, oder? Für die Ausrüstung so 100 Millionen für den Kölner Keller, um den auch wieder zu generell sperren wir uns nicht, wenn wir unterstützt werden, in keinster Weise. Was kriegt ein Schiedsrichter? Kriegst du dann nochmal pro Spiel 4.000 oder was? Etwas mehr. Kriegt ja auch dann nochmal im Laufe des Jahres, wenn er verletzt ist oder so, kriegt er auch nochmal ein Entgelt. Mittlerweile verdienen die Schiedsrichter schon recht ordentlich. Man muss natürlich auch sehen, es ist mittlerweile ein Fulltime-Job, weil die sind Mittwoch, Samstag unterwegs, jeweils drei Tage. Nee. Das, denke ich, ist gerechtfertigt. Mhm. Wie schaust du denn auf Eintracht Frankfurt, wenn du dann auch gestern im Stadion warst? Was sagst du zur Entwicklung? Also mich freut generell, weil die jetzt nicht nur in dieser Saison, die generelle Entwicklung von Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren, vor allen Dingen, dass Eintracht Frankfurt fast konsequent jedes Jahr international spielt und da ist es für mich eigentlich egal, ob sie Champions League spielen oder Euro League oder jetzt Conference League, das gibt Eintracht nochmal so einen gewissen Push, muss auch sein bei Frankfurt, eine Stadt wie Frankfurt muss den Anspruch haben, da mitzuspielen, Eintracht hat zudem so eine Mentalität.
hat zudem immer so eine Mentalität, auch so eine Mannschaft für besondere Spiele zu sein. Also der Pokalwettbewerb oder gerade der Europapokal wird für die Eintracht immer so der geeignete Wettbewerb sein. Berlin ist immer schön, wenn man nach Berlin fährt und man sieht überall schwarz-gelbe Fahnen. Also schwarz... Ich wollte gerade fragen, was ist jetzt los? Das hat er jetzt nur gesagt, um die Neutralität zu wahren. Genau. Sonst hätte Yannick nachher gesagt, wenn du nicht einmal Dortmund erwähnst, kriege ich mir Schwierigkeiten. Nein, also ich denke, das steht Frankfurt zu und das passt und ich freue mich für Frankfurt. Und wo du gerade sagst, Pokal, haben wir ja jetzt am Mittwoch das Pokalspiel gegen Viktoria Köln, übrigens live auf sportschau.de in der Sportschau-App 2045. Ja, und was passiert da? Wir haben mal die Etats verglichen. Helsinki hat ein Etat von 8 Millionen, Viktoria Köln einen von 5 oder 6 Millionen. Ja. Ja, ich habe mal geguckt, das ist ungefähr der Marktwert von Jessica Danker. Gibt eine Abfuhr in Köln für die Viktoria? Also ganz ehrlich, diese vermeintlich kleinen Gegner sind nicht zu unterschätzen und wir erinnern uns ja alle, die Eintracht hat schon häufiger mal auch Federn gelassen, ganz, ganz bitter, ist sogar schon in der ersten Runde im DFB-Pokal schon ausgestiegen gegen den Underdog. Also ich glaube, Überheblichkeit oder sonst was, total fehl am Platz, Gas geben, sein Ding durchziehen, wenn es gut läuft, die Kräfte schonen, aber das ist kein Spiel, was du mit Halbgas an... Das ist die größte Chance für den Gegner, die werden richtig, richtig bis zum Letzten alles geben und da kannst du nicht irgendwie sagen, boah, lass mal. Platz 6 in der dritten Liga, das spricht auch dafür, dass Viktoria Köln gut drauf ist im Moment. Ich glaube, 3 Punkte, wenn ich richtig schaue, auf den Aufstiegsplatz. Da kommt auch ein bisschen Wucht. Ich bin jetzt kein Viktoria Köln-Experte, aber ich habe da ehrlich gesagt keine großen Sorgen, weil, Achtung, 3 Euro, aber ich glaube, Frankfurt ist eine Turniermannschaft. Und das hat sich, ich glaube, diese Mentalität hat sich auch in den letzten Jahren einfach in diesem Club etabliert. Und deswegen sehe ich das Risiko, ja, dass es da vielleicht irgendwie einen überraschenden K.O. gibt, bei Eintracht tatsächlich niedriger als bei anderen Top-Teams. Ja, vor allem, weil jetzt da wahrscheinlich da auch eine Rotation wieder stattfinden wird. Ne? Hat er jetzt auch von dem Helsinki-Spiel zu dem Sonntagsspiel gestern rotiert. Das wird wahrscheinlich zum Mittwoch genauso sein. Ja, das sind wir ja wieder da. Ne? Dass die Menschen sich auch, im Kader, die Spieler sich zeigen. Ja, und dass sie sich zeigen müssen, ne? Um vielleicht immer wieder auch dann greifbar zu sein. Du hast eben gerade schon die Stadt Frankfurt angesprochen und die einen sehr großen Bundesligisten vorweisen soll. Und Eintracht Frankfurt hat jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen in die Stadt investiert. Und zwar sponsert sie in diesem Jahr den Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt. Und was hat Eintracht Frankfurt gemacht? Sie hat gesagt, okay, die Eintracht Frankfurt Community, die Mitglieder dürfen Namen suchen, wie dieser Baum heißen soll. Denn dieser Baum bekommt immer einen Namen. So, und jetzt sind 5 Namen herausgekommen, die jetzt zur Abstimmung stehen. Und zwar ist das zum einen... Holz. Genau. Laura. Charlie, Sonny und Tani Bins. Ja, Sonny, vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Helmut Sonneberg, der damals auch im KZ saß und mit 91 Jahren jetzt als ein sehr ehrwürdiger Fan im Februar gestorben ist. Also Holz als Holzenbein, Laura soll Laura Freigang sein, ne? Charlie ist klar, Tani Bins ist auch klar. Wir haben aber auch noch ein paar Vorschläge. Ja. Oh ja, du hast das jeweilige Bild. Achtung, ihr dürft kurz raten, wer soll das sein? Einer aus Holz mit Imbusschlüssel. Aus Holz mit. Ja, vor allen Dingen. Geht zum Larsson. Sehr gut. Sehr gut, Yannick. Ganz so ein stark. Ja. Der heißt. Sehr gut. Da muss man erstmal bringen. Ja, der heißt Larsson. So, okay, ist ein bisschen zurück zu alten Zeiten. Da könntest du jetzt sofort zuschlagen. Wie heißt der hier? Kyriakos? keine Ahnung. Naja. Es ist Windbruch. Bruchbaum. Ja, das ist der Bruchhagen. Ja, natürlich. Und okay, einen haben wir noch. Den finden Sie noch. Und da sage ich nur, boah, ist der hell, Mann. Ja. Ja. Da habt ihr mal richtig einen reingedacht, oder? So, aber es gab im Internet noch ein paar Vorschläge, die gar nicht bis zur Eintracht vorgedrungen sind, also zumindest nicht in die Endauswahl. Achtung, einer sagt Adlerhorst. Aha, ja. Schön. Tanni, der Libero. Das finde ich sehr. Charlie aus dem Bindewald. Und eigentlich so ein bisschen mein Favorit, weil du auch auf die Stadt abgehoben hast, eben Feldmann. Die sind beide abgesägt. herrlich. Wer ist euer Favorit? Was ist euer Favorit? Also von den 5, Holz, Laura, Charlie, Sonny oder Tanni Bins. Was glaubt ihr, wer es wird?
Also ich glaube, dass es Holz wird, weil ich glaube, der hat einfach die höchste Reputation in der Stadt. Also. Lutz? Ja, ich hatte erst jetzt mal so getippt auf Charlie, weil er ja auch jetzt einen großen Preis bekommen hat. Und ich denke mal, sowas, was er geleistet hat mit der Anzahl von Spielen und alles für einen Verein, wäre das eigentlich so eher mein Favorit. 602 Ligaspiele, immer noch Rekord. Rekordspieler. Christine? Sonny ist für mich absolutes Herz. Als Fan sozusagen die Geschichte von ihm ist so sensationell, sodass ich glaube, wenn die Fans da wirklich das mitspielen lassen, dann wird er es. Drei verschiedene Meinungen. Vielleicht nicht, sonst sind wir nach Hause. Drei verschiedene Meinungen hier am Tisch. Die Auflösung gibt es am Mittwoch. Dann wird der Baum aufgestellt und der Name wird bekannt gegeben. Und am Mittwoch haben wir ja auch schon wieder das Spiel. Auflösung, genau. Kommt Eintracht Frankfurt weiter gegen Viktoria Köln? Wie gesagt, das Spiel auf sportschau.de. Hoffen wir auf eine weitere Runde Pokal. Das liegt Eintracht Frankfurt. Was? Heute schon wieder von uns? Ja, leider. Lutz, leider. Ganz herzlichen Dank, dass du dich nach diesem Spiel heute unseren Fragen gestellt hast, so kurzfristig. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Und euch beiden natürlich auch. Vielen Dank. Mal sehen, wie das gegen Viktoria Köln ausgeht am Mittwoch. Ja, euch auch vielen Dank. Vielen Dank, dass wir mitmachen. Ja, nächsten Montag gibt es das nächste Heimspiel, dann wieder mit ganz vielen Ergebnissen von Eintracht Frankfurt. Pokal und auch das Spiel bei Union Berlin. Also, macht's gut. Bis dahin. Es gibt wieder viel zu sprechen. Ciao. Ciao.